Ja, moin, hier ist Bauer Heinrich Schulte-Brömmelkamp. Sie, meine Frau, der Erna, die ist doch nur für so ein paar Wochen zur Kur nach Bad Schandau, da an die tschechische Grenze, wegen die ganzen Krankheiten, die sie sich so in die Jahre beim Apothekenrundschaulesen eingebildet hat. Jetzt die Woche habe ich meine Frau mit ihrer Schwester, die Irmgard also, meine Schwägerin, besucht. An einem Tag hin und zurück war ein bisschen viel, also haben wir in einem Hotel übernachtet. Als der Portier sagte, dass die nur noch ein Doppelzimmer frei hätten, da war mir bewusst, Heinrich, diesen Kurort, den wirst du nicht erholt verlassen. Kaum, dass wir abends in den Doppelbett jeder auf seine Seite lagen, ging das mit meiner Schwägerin los. Heinrich, das zieht so, mach doch mal bitte das Fenster zu. Gut, man ist ja nicht so. Ich also raus aus dem Bett, Fenster zugemacht, wieder hingelegt, eingedöst. Heinrich, hier ist eine Mücke im Zimmer, mach die mal tot. Sie, eine glatte halbe Stunde habe ich bis zum Jagderfolg gebraucht. Jetzt wird aber geschlafen, habe ich gesagt. Mich hingelegt, Licht aus, umgedreht und mit Treckerzählen versucht, wieder einzuschlafen. Heinrich, mir ist immer noch kalt. Heinrich, hast du gehört? Mir ist kalt. Ja, Irmgard. Kannst du mir von unten von der Rezeption eine zweite Decke zum Zudecken holen? Irmgard? Ja, Heinrich? Irmgard, wir sind doch miteinander verwandt und kennen uns seit Jahren. Ja, Heinrich? Ja, und wir wissen durch meine Frau, deine Schwester, doch eigentlich alles voneinander. Ja, Heinrich? Dann lass uns doch für heute Nacht einfach mal so tun, als wären wir nicht Schwager und Schwägerin, sondern Mann und Frau. Heinrich, meinst du wirklich? Ja, Irmgard. Wir beide, Mann und Frau, für eine Nacht? Sag ich doch, Irmgard. Oh, Heinrich, mir ist so kalt. Dann steh auf, geh runter zur Rezeption und hol dir deine verdammte Decke selbst.